Okay, gut. Die sind tot. Gibt's da drüben noch einen? Sieht nicht so aus. Und dann habe ich hier schon wieder den nächsten Schlüssel und muss ein bisschen Munition einsammeln. Hier liegen Flaschen und dergleichen rum. Zack, zack, zack. Zack. Kann ich die da drunter auch noch kaputt machen? Nein, offensichtlich nicht. Den kann ich noch kaputt machen. Den und den. Da ist aber jeweils nichts drin. Dann mache ich vielleicht den noch kaputt. Okay, da ist aber auch nichts drin. So. Da geht's weiter. Hier gibt es einen Gesundheitspack. Gesundheitstechnisch geht es mir gerade aber relativ gut. Das ist schon mal eine schöne Sache. Mich interessiert trotzdem noch die andere Seite. Denn hier gibt es ein Scharfschützengewehr und passende Munition dazu und eine Handgranate. So, Scharfschütze, ja. Scharfschütze. Sehr schön. So, das Schlageding, das lasse ich erstmal liegen. Wir speichern wieder mal, obwohl es nichts bringt. Und dann geht die Tür auch schon wieder auf. So, ich kann mich erinnern, dass diese Stelle anstrengend war. So, haben wir den. Drecks. Shotgun. Drecks Shotgun Typen. So. Hier noch was? Nein, nein. Hier oben. So, es war nötig. Nachladen kann ich nicht und ich. So. Dann haben wir den auch erledigt. Und dann müssen wir doch jetzt endlich mal schauen, wie wir hier wieder rauskommen. Ohne dass uns dauernd wieder jemand in den Rücken fällt. Ich glaube, ich muss irgendwie da rein. Da will ich jetzt aber eigentlich gerade nicht hin. Und da geht's auch nicht rein. Das heißt, ich muss eigentlich da in die Mitte. Also nein, nicht in die Mitte, sondern da drüben nach rechts, da wo ich die Tür öffnen konnte. Und ich sollte vielleicht mal einen Gesundheitspack nehmen. Einfach, damit es mir gleich mal ein bisschen besser geht. So, und dann gehen wir auf die 2 wieder. Und dann geht's hier weiter. Puh! Die heilige Bibel. Ja, das hat ihm auch nichts gebracht. Die zu lesen. So. Da ist also der elektrische Stuhl. Und wünscht Ihnen einen schönen Tag. Danke, Mrs. Lawrence. Und kommen Sie bald wieder.
Warum sagen Sie denn nichts, Mrs. Lawrence? Sind Sie nicht zufrieden? Ach, kommen Sie. Ich habe noch eine Menge anderer interessanter Artikel, die ich Ihnen präsentieren kann. Okay, das ist wieder ein durchgeknallter. Okay, die Wache ist ein bisschen am Ende. Und hier geht's quasi raus. Und dann gehen wir hier mal durch. Oh je. So, ich glaube, ich brauche mal wieder ein bisschen Gesundheit. Ah. Greif mich doch nicht an, ich bin genauso Flüchtling wie du. Vollhonk. Da geht's nicht durch. Okay. Dann gibt's da die Leiter, die ich jetzt hinunterkletter. Okay, wieso auch immer ich da jetzt von der Treppe gefallen bin. Oh Gott, ich will schon wieder speichern. So, Level abgeschlossen. Das ist doch schon mal eine schöne Sache. Finden Sie einen Weg, die Anstalt zu verlassen. Schonen Sie das medizinische Personal. Ich bin jetzt hier also in den Duschen rausgekommen. Wir speichern. Und dann geht's doch auch schon wieder weiter. Die Schränke gehen nicht auf und die gehen auch nicht auf. So, da geht's nicht durch. Geht's da durch? Ja, allerdings nur mit einem Schlüssel. Schlüssel habe ich keine. So, gehen wir wieder auf die 2. Und hier gibt es einen Gesundheitspack. Da geht's nicht rein, da geht's auch nicht rein. Dr. Jameson. Norden Brenda. Neues vom Amnesiepatienten? Ich ertrage. Ich gehe nach Hause. Sag ihm, dass meine Frau entbindet oder dass mein Pudel einen nervösen Anfall hat. Oh, der Arme. Ich erinnere mich wie mein Lulu. Viel Glück, Brenda. Bis morgen. Wünschen Sie Ihrer Frau alles Gute von mir. So, also der ist weg und die läuft einfach nur durch die Gegend. So, ich habe jetzt auf jeden Fall einen Schlüssel und hier hinten gab es doch irgendwo, genau. Oh, worauf hat es jetzt fokussiert? Ah, da. Schlüsselkarte. Das ist schon mal schön. Hm. Okay, was war das jetzt? Och, bei mir ist irgendwas runtergefallen oder umgekippt oder so. Da komme ich her, da komme ich auch her. Könnte versuchen, dadurch die... da war ja das Bad, wo ich herkomme. Könnte versuchen, dadurch die Tür zu kommen. Okay, die singt und summt und schnetzelt vor sich hin.
So. Dann krabbel ich doch da mal durch. Okay, vielleicht doch nicht da. Da ist also Wachpersonal, da will ich jetzt erstmal nicht lang. Dann gehen wir doch mal da rein. Eigentlich wollte ich den jetzt umboxen, aber okay. Sind also lauter Wachpersonal, Leute. Da komme ich nicht rein, also muss ich da lang. So, mache ich mal einen Reload. Und dann öffne ich doch hier mal die Tür. Jetzt müsstest du ja demnächst auf die Leiche aufmerksam werden. Hä? Alarm! Shit. Okay, das war ein bisschen dämlich, aber wenigstens gab es da ein bisschen Action. Nein, nein. So. Nimm mal den da, genau. Gehen wir wieder auf die 2. So, das war jetzt natürlich ein bisschen suboptimal. Zumal ich hier überall gar nicht rein. Oh, doch, tue ich. Sehr schön. Medizinische Personal darf ich schonen, beziehungsweise muss ich schonen. Hier gibt es medizinische Mittelchen für mich. Da komme ich wieder raus. Da komme ich durch und dann will ich doch mal schauen, was hier oben drin ist. Da ist eine Tür, durch die ich nicht durchkomme. Okay.